Die Schwinger müssen sich heuer ohne Schwingfest fit behalten. Da kommt der Weiberhaken, wo sie neue Sportarten ausprobieren können, genau richtig. Der Bündner unter den Berner macht heute Luftsprünge mit dem Mini-Velo. Wenn ich jetzt hier noch Sprung mache, machen wir schon einen Gas. Wow, nein. Das war ja nicht einmal Sprüngling. Gut in Orlik, der Mann von Grossanlässen, hat er wieder den Zug bewiesen, hat um den Schlussgang geschwungen. Er hat natürlich nächstes Jahr, das ist sein Jahr, mit dem Jubiläumsfest, mit dem Kilchberg. Also er wird auch motiviert sein für nächstes Jahr und die Pause wegstecken. Heute gibt es nichts auszuruhen und es könnte ein paar Bläuelen geben im Gurtin. Die 22-jährige Christa von Niederhäuseren fährt seit 12 Jahren BMX, seit 3 Jahren im Pumptrack. Sie ist vor 2 Jahren Weltmeisterin geworden im Pumptrack und fordert der Gurtin heute zum Rennen raus. Ja, Gurtin, du stehst hier vor einer Weltmeisterin. Was ist das für ein Gefühl? Das ist ja nicht jeden Tag der Fall. Ja, das ist grossartig. Und es ist für mich eine Ehre, dass ich von ihr etwas lernen kann. Weltmeisterin im Pumptrack, das ist eigentlich kurz zusammengefasst Rennen fahren in einer Bahn, die man nicht schalten darf. Aber du, Gurtin, darfst heute den Pedal, glaub ich, brauchen, gell, Christa? Ja, genau. Wir sind hier jetzt auf einer BMX-Bahn. Hier fahren wir Rennen. Und ich werde mit dir heute den Start üben oder auch mal ausprobieren, weil das ist das Wichtigste vom ganzen Rennen, dass man dort schon möglichst vorne weg ist. Und nachher machen wir noch einen Sprung, weil das einfach, wenn man das gerne macht auf dem Velo und so, meistens cool aussieht. Also nicht gerade Handstange, aber Sprung klingt auch schon sehr spektakulär. Ja, mega. Hoffentlich keine dumm. Dass er nicht umgeht, lernt der Gurtin jetzt zuerst mal die Strecke kennen und geht mit der Christa das Ründeli fahren. Geil. Aber über die Höger ist echt wichtig, dass eigentlich, wie, wenn du oben auf dem Höger bist, machst du dich klein auf dem Velo und dann tust du mit den Armen und den Beinen auch möglichst drücken. Aber ich habe einen Schiss vor einem Sprung. Vorher hat es mich ein bisschen abgelüpft. Ja. Wenn es denn nur der Sprung wäre, wo du davor musst Angst haben, Gurtin. Wow. Wow. Okay. Das geht so ab. Hey. Ja, genau. Krass. Wenn es losgeht, gehst du ein bisschen hinten und schaust auf die Ampel. Zoe? Ja. Oh, Scheiße. Ja, da musst du bereit sein. Ja. Auf das Gute. Das ist so. Und es ist zu fies, gerade am Anfang, wenn man das Gleichgewicht noch nicht so gut hat. Ja. Es geht halt gleich noch in das Moment, bis es runtergeht. Ja, voll. Yeah! Super! Also jetzt war es schon sehr cool, oder? Schon besser gewesen. Aber immer noch viel zu langsam. Ja, gegen sie schon, ja. Du hast da so ein bisschen Schweißperlen. Ja. Du bist ein bisschen im Schwitzen. Ja. Aber wenn du jetzt hier noch Sprung willst, machen wir schon hohen Gas geben. Ah, hier, der Rest? Ja. Ja. Ja, auch nur mit viel Anlauf kann man so einen Sprung machen. So würde es aussehen. Wow. Okay. Cool. Jetzt einfach genau so. Also. Tschüss. Tschüss. Wow, nein. Das war ja nicht einmal sprünglich. Ja, du musst noch etwas schneller kommen. Jetzt. Ja. Ich wollte einfach nicht, dass du am Anfang schon mega schnell kommst und sie dann vor dran schon irgendwie verspickt oder so. Okay. Probiere ich es nochmal. Ja. Gut ist das nur ein Training jetzt. Im Ernstkampf bitte dann nicht so gut ein, sonst tust du dir noch weh. Ah ja, die Velo mögen viel verleiden.
gewinnen den Gutschein für zwei Personen für einen volkstümlichen Bauernzmorgen, der jeweils am ersten Sonntag im Monat stattfindet. Natürlich im schönen Emmental im Schweizer Volksmusikzentrum Lug. Schreibt ein Mail mit euren Koordinaten an wettbewerb@telebern.ch. Also jetzt noch die Challenge zum Schluss. Wir machen ein kleines Rennen. Du machst dort unten einen Sprung und dann bis ins Ziel und ich tue nicht pedalen. Du darfst überall pedalen und probierst echt schneller zu sein. Ah, shit! Keine Chance. Merci. Also, so einfach ist es trotzdem, dass du die Pedale nicht gewesen. Nein, gar nicht. Aber du hast dich gut geschlagen. Und du bist auch etwas gejumpet, das hat man gesehen. Ja, so ein bisschen. Ja, eben. Jetzt hast du ein neues Hobby. Ja. Du kannst ins Bündnerland und auch nicht zeigen, dass du BMX fahren kannst. Genau. Wie schwierig war das gewesen, weißt, ohne Schwingfest, noch ohne Training am Anfang? Also, es ist ein sehr spezieller Sommer. Normalerweise hast du im Durchschnitt etwa jedes zweite Wochenende ein Schwingfest. Du musst immer so ein bisschen aufbauen. Du bist immer so ein unter Druck oder machst du selber immer ein Druck. Und jetzt ist einfach ein Sommer, wo so ein bisschen, ja, einfach nichts ist und schon speziell. Und was ich gemacht habe, ist, ja, ich habe ein bisschen mehr trainiert oder gleich weiter trainiert. So ein paar Sachen trainiert, wo ich vielleicht noch ein bisschen Defizit habe. Bein, hast du gesagt? Bein, ja. Genau, Bein zum Beispiel. Und der Sohn, ja, ist aber sicher auch ein bisschen auf die Rechnung gekommen. Bist du mal mit, genau, ihm in die Aare? Nein, in Taren. Ja, mit den Füßen mal. Ein bisschen dünkeln. Ja, genau. Jetzt kannst du mit ihm das vielleicht mal ausprobieren, das BMX. Wer weiß. Ja, das wäre etwas, ja. Unsere andere Schwingsaison geht weiter. In einer Woche mit einem Schwingerkönig, der sich an einen neuen Sport wagt. Bis dann. Und es gibt noch mehr von dem. Hier geht es direkt zur nächsten Sendung. Da gibt es alle Ausgaben von Weiberhaken. Und bitte noch unseren YouTube-Kanal von Telebern abonnieren und natürlich nicht vergessen, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen.